Hallo, ich dachte, nachdem ich euch immer mit ans Eiselmeer genommen habe, nehme ich euch auch ein bisschen mit in meine Heimat, in unser Dörfchen und zeige euch, wenn ich da meine Morgenrunde drehe, auch mal ein bisschen. Hier geht also gerade die Sonne auf über dem Placke. Placke, das heißt, das ist der Dorfplatz. Ich drehe mich einmal rum, wie das bei uns so aussieht. Ja, ich gehe jetzt mal langsam weiter. Ich bin schön leise, hier schläft man noch. Hier auf dem Platz ist dann immer das große Weinfest. Das ist bald wieder, 14 Tagen glaube ich. Ja, geht hier aber nicht, dass ich euch erzähle, dass ich an der Nahe wohne und dass ich euch die Nahe nicht zeige. Also gehen wir jetzt hier mal runter zum Flüsschen. Hier hängen übrigens überall Weinreben zwischen den Häusern. Da ist sogar was dran. Klar, wir sind ja im Winzerdorf. Hier ist unser Bürgermeisteramt, das älteste Haus in Pratzenheim. So, nachdem ihr am Placke das alte Schloss gesehen habt, ist hier das Hofgut. Da wohnen die Grafen von Blettenberg. Und jetzt kommen wir runter zu den Nahwiesen. Hier sieht man übrigens die Hochwassermarken, die letzte von 93. Da wäre ich jetzt hier mal locker abgesoffen. Ich habe jetzt festgestellt, ich komme gar nicht runter an die Nahe. Guck mal, es hat heute Nacht so heftig gewittert. Da ist hier überall, sind Pfützen und noch schlimmer hier auf dem Weg wimmelt es von Schnecken. Ich will da nicht durch. Okay, groß getönt und dann doch nicht die Nahe gezeigt. Die ist da hinter dem Gestrüpp. Da hinten ist ein Auto, da schläft einer drin. Uah. Hier ist alles so voll Pfützen und das Schlimmste sind die Schnecken. Ich kotze gleich. Boah. Das hier ist immer noch die Mauer zum Gelände von den Blettenbergs und da oben ist der Wasserturm von Pratzenheim. Also der alte Wasserturm, der ist nicht mehr in Betrieb. Aber der ist jetzt von der Familie vermietet worden an Mobilfunkgesellschaften. Und jetzt hängen da oben ganz viele Empfänger und Sender fürs Mobilfunknetz. Und so unromantisch sieht das dann von hinten aus und gut belüftet. Ganz viele Kabeleien. Okay. Aber ich darf nicht maulen, denn ich will euch ja diese Story schicken. Übrigens Wein kaufen wollen, dann gehen wir da hinten durch den Hintereingang rein und tragen das hier zu unserem Haus, da wo die blaue A-Klasse steht. Hier ist mein Vorgarten. Sieht jetzt nicht so prall aus im Moment. Der Rosenbusch blüht auch nicht. Ja, also ich hatte euch nahe versprochen, die gab es dann nicht, aber jetzt habe ich wenigstens noch ein paar Weinberge für euch. Hier hinten sind die Weinberge und ich höre schon die Gänse. Die sind da hinten irgendwo auf dem Feld. Aber hier, das ist unser Garten. Da ist eine Lücke, da kann ich mal schön durchgucken. Der Rest ist zugewachsen, dass uns nicht jeder reinguckt. Und da oben sind die Weinberge. Wollen wir nicht... Da kommen sie, die Gänse. Ich höre sie schon. Ich sehe sie noch nicht. Man hört sie nur. Es sind wieder viele. Da kommen sie. Das Wetter ist ein bisschen durchwachsen, aber wir grillen trotzdem. Ich mache hier jetzt, also wir grillen auch Zucchini. Hier habe ich eine leckere Marinade gemacht, einfach mit Öl und ein paar Kräutern. Damit bepinsel ich jetzt meine Zucchini. Scholina hat schon gesagt, als sie gehört hat, Gemüse, hat sie schon gesagt, bäh. Aber
Du musst keine Angst haben, es ist ja auch noch Fleisch da. Mein Mann gruselt irgendwas am Auto rum, dann zeige ich euch jetzt mal. Ach, da ist ja noch gar nichts auf dem Grill. Nur meine. Okay, ich dachte, ich könnte euch schon was zeigen. Ja, ja. Ich wundere mich schon, warum die nicht werden. Statement des Grillmeisters. Ja, es ist alles. Das ist ein Glück, dass wir noch eine Flasche haben. Irgendjemand hatte mir erzählt, der Grill ist ja relativ neu und dann wussten wir halt nicht, wie lange hält so eine Flasche. Und da hat uns doch tatsächlich jemand erzählt, oh, ich grille den ganzen Sommer mit einer Flasche. Gleich gibt's wieder Schmackes. So ein Kack, ey. Oh, mein Brot ist bestimmt drin gleich fertig. Naja, dann gehe ich mal schnell rein. Natürlich, das Brot piepst schon vor sich hin. So, stellen wir es mal aus. Das ist einfach da noch ein bisschen, oh, schon ziemlich dunkel. Ja, als wir noch mit Kohle gegrillt haben, haben wir, ach, ich weiß nicht, wie viele Pakete wir immer vergrillt haben. Oh, jetzt tut sich hier aber was. Super. Ich drehe das mal um. Ja. Super. Fleisch. So, ich sitze jetzt noch hier und suche die Bilder zusammen für das Wochenende in Bildern. Und mich hat die Allergie total erwischt. Meine Nase läuft und läuft und läuft, die Augen auch. Ich habe jetzt schon 2 Tabletten intus. Ich schlafe bestimmt. Okay, ja, also vielleicht schlafe ich heute Nacht dann besser wie heute Nacht. Allergie ist wirklich heftig, heftig. Ich haue die Bilder dann immer noch mal durch Lightroom durch und im Hintergrund Pepperwood. So, die Sonne geht unter und die Gänse kommen zurück. Wahrscheinlich mit dem Handy ziemlich schlecht, aber ihr hört sie.